So. Hallo und willkommen. Ja, Metro 2033. Danach kommt noch eins und dann kämen wir erst zum neuen Metro. Wie gesagt, habt ihr bei Just Cause gesehen. Ich spiele die Reihen gerne durch, die ich früher auch schon gespielt habe. Deshalb jetzt erstmal Metro 2033 Redux und dann kommt noch irgendwas in der Steam-Liste. Und dann kommen wir erst zum ganz neuen Metro. Gut, wie immer in 2K. Weiter geht's. Ja, da kommen die ganzen Einblendungen. Mit der Qualität müssen wir hinterher gucken, wie es aussieht. Ich mache heute Abend mal zwei Folgen. Morgen solltet ihr die erste kriegen. Ich versuche die so ein bisschen zwischen Just Cause mit einzuflechten. Just Cause kommt ja jeden zweiten Tag. Dann versuche ich das hiermit auch hinzukriegen. Kann es aber jetzt noch nicht auf Anhieb versprechen, ob ich es jetzt noch hinkriege. Ich habe halt unter der Woche recht wenig Zeit. Müssen wir mal schauen. Okay. Wollen wir mal gucken. Erstmal hier. Nee, wurde da Options. Video, jawohl, alles gut. Video. Lieber nochmal durchschalten. Alles gut, neues Spiel, das war so ein Testspielchen. Dann starten wir rein. Überlebender Spartaner. Munitionfilter sind knapper. Genießen Sie leichte Kämpfe. Ja, ich will das spielen. Normal bitte. Eingabe. Möchtest du vorgespeicherte Spielstand wirklich überschreiben? Ja, danke. Gamma-Werte sind super für mich. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den Heulen. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken. Nee, nicht wirklich. Ich bin so gespannt. Ja, Untertitel lasse ich erstmal an. Bis sie mich wieder nerven. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Ich mache so immer so 20 Minuten, halbe Stunde. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Wie immer so 20 Minuten, halbe Stunde. Die Folgen, je nachdem. Und nicht unbedingt immer mit Ansage und Absage. Vielleicht auch hinterher einfach schön durchspielen, dass ich dann immer schön cutte, damit ich dann auch für mich das coole Gefühl habe, ne? Aber kennt ihr ja auch schon. Mal so, je nachdem, wie es passt. Schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Bereit, Artyom? Mir nach. Emma, ich soll ja erstmal nach Kisten und Medis gucken. Junge. Mal da reinschauen. Ich weiß, es ist ein storybasiertes Game. Macht jetzt nicht viel Sinn hier. Groß den Looter zu machen. Trotzdem gucke ich nach. Nee, will ich haben. Hallo? Ja. Meiner kaputt. Krieg ich Schaden? Wir werden sehen. Soll ich darüber jumpen? Hopp! Okay. Auf nach oben. Ah ne, das ist der Laserstrahl. Das wie so ein Schadensbalken. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Dorock. Oh, geschafft, Kollege. Danke für den Tipp. Wir sind fast da. Dies ist da lauert doch was. Es ist ganz nah am Turm. Lade deine Waffe. Okay, ist vom Spiel noch nicht vorgesehen. Komm ran hier. Okay, die brauchen nicht so viel Schuss. Alles klar. Der ist ja noch gar nicht down. Der ist immer noch nicht down. Wie viel fressen die denn? Ich bin eine Schroti. Wieder nachladen. Kollege, lass mal hier checken. Ja, warte. Vielleicht gibt's hier noch was. Ja, warte doch mal einen Moment, du. Boah, du bist so... Na, okay. Ich will unbedingt sterben. Jo.
Okay. Raus hier. Wenn du das sagst. Oh, kein Munitionszeichen. Speicherstand. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen. Ullmann, bitte kommen. Ende. Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Okay. Verstanden. So gut. Da, überfahr mich, du Sack. Okay, Sequenz. Ich kann nichts machen. Oh mein. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Jo, hau rein. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Eieieiei. Intro wird bestimmt wieder episch. Was bis jetzt immer. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Ich befürchte auch. Mein Zeichen. Scheiße! Feuer frei! 20 Schuss nur noch. Ich glaube, zu schießen. Solange die nicht angreifen, würde ich nicht schießen. Was? Oh. Ja, das war's. Muni weg. Krasse Sequenz. Damit ist das Intro wohl durch. Oh, das rockt. Hoffentlich kommt es bei YouTube rüber. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Okay, geht's rund. Schöne Sequenz. Wirkt aber leicht verschwimmelt so. Schauen wir mal. Ist das irgendwie überspringen? Nee. Nee, müssen wir uns anziehen. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Alles klärchen. Lass mich nur mal eben meine Baracke checken. Vermute, vielleicht gibt's hier was zu kriegen. Ja, ich kann Musik machen. Licht an, Licht aus. Komm, das ist eine offene Flamme, die können wir wirklich ausmachen. Nee, hier gibt's nichts zu holen. Gehen wir, Artyom. Ja, ja, chill mal. Scheiße, Schwein. Ich habe es immer noch diese düstere, bedrückende Atmosphäre wie vorher. Ja, Nikolai. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Okay. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Schön angucken, ich liebe die Atmosphäre. Sergei, habt ihr meine Sergei gesehen? Ruhig. Hallo, Artyom.
Hi. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Shit. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufgeben. Gehen wir, Artyom. Ja, ja. Ich bin doch da. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Keine Besucher. Petro. Er ist verwundet. Alexei war da. Ah, du bist es. Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Hallo. Was zu holen? Ja, ist bei den Spielen. Ich brauche eigentlich nicht mehr. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Komme nicht dran. Ich komme nicht. Moment. Nein, bleiben Sie von mir weg. Okay. Trotzdem alles einfach Angewohnheit. Ist jetzt Johnny da? Was zum Teufel? Wer kann das sein? Es ist Hunter. Dann klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Das ist ein bisschen massiver. Jo, das nenne ich mal Kampfanzug. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Oh. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Gute Idee. Einsteigen im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. Auf jeden. In Ordnung. Los. Hol dir schnell eine Waffe. Wo soll ich denn jetzt eine Waffe herkriegen? Junge. Artyom, hol dir eine Waffe. Oh, denn. Verdammt. Okay. So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Jo, du hast die dicke Uzi und ich krieg hier so eine Wasserpistole. Du bist mir eine Pfeife. Irgendwie kommt durch die Schächte. Lass hier erstmal durchgehen. Komm, verschieb keine. Achso. Ich hab hier die dicke Wumpel. Wirb der mal. Noch. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Genau. Keine Schwarzen hier. Eine Wasserpistole. Nur der übliche Tunnelmist. Echt, hau die mir eine Wasserpistole rein. Siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex?
Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Gute Idee. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört. Was? Okay, jetzt müssen wir nochmal ran. Ich freue mich schon aufs freie Spiel. Das ist, naja, fast freies, ne? Scheibenkleister, was ist denn hier passiert, ey? Ich bin mir ganz schön gewütet. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das. Mal eben in die Option. Also die Musik ist Audio. Die ziehe ich weg, die ist auch, die Stimmen sind dadurch zu leise. Audio Hauptlautstärke. Ja. Hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Ja, ich will auch kein Content-Claim mehr wieder kriegen, da das nervt immer. Muss ich Hunter wieder muten. War nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Okay. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Na gut. Ach, mein Stuhl nervt wieder. Sorry dafür. Genau checken, ob ich wieder nichts. Genau, wieder ein bisschen auf der Klampfe spielen. Rauchen ist ungesund, okay. Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Er ist wieder klar. Nur die schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Waffenhändler? Wenn meine Frau betroffen könnte wie du. Stimmt. Komme ich jetzt da wieder raus? Ja, wie kriege ich denn jetzt die Map wieder weg? Warum ist es nicht? Das ist vorholen. Feuerzeug weg. Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Steck doch mal die Karte wieder weg. Cooles Medkit. Options. Steuerung. Tastatur. Bewegung, Waffen, Gepäck, Standard. Licht. Feuerzeug, Journal, M. Also halten, als Klärchen. Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Hat ein Sabbel, ey. Ich hier echt Schlüssel suchen. Soll ich den denn finden? Schau mal hier, Journal. Pass auf, mit wem du redest. Läufst herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und scherst dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Da wird jeder der Schlüssel, der Schlüssel. Sagt hier lang. Schwein, hier, lass es gehen, Schwein.
Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45. Ja, ist ja gut. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt. Brauchen Schlüssel. Daher wird sie auch Wasserpistole genannt. Du hast zwei Hände, hast einen Kopf, hier ist deine Waffe und los, los, los. Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Okay. Benutzen ist nicht. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Ah, jetzt. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Ah, läuft. Okay, ich denke, das funktioniert. Sitzt noch. Alles klar. Kann man mit leben. Ja, trifft. So, hier kann ich gratis Muni tanken. Fertig. Giornalo. So, da lang. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ja, kriegen wir bestimmt hin. Hallo, Schweinchen. Oh, ich liebe Schweinefleisch. Lecker, lecker, lecker. Jo. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ja. Bist du bereit? Dann los. Wollen wir loslegen? Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordmacht. Du setzt dich dahin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich dahin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Ich hoffe, ja. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht. Achso, ich kann hier nicht speichern. Gib kein einfach. Oh. Kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Okay. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Jo, bin deiner Meinung. So, in die Überblende nutze ich dann. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Dann nutze ich das, um die erste Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, auch wenn jetzt viel das Intro war, aber New York ist auch dabei. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Die mache ich jetzt direkt im Anschluss und dann schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.